sind wir, das Kommandogebäude. Die Batterie muss hier irgendwo sein. Enges Zimmer. Rieche ihr Parfum. Thank you.
Sieh mal einer an. Die Priesterin des Todes. So stolz auf sich. Ein Saboteur! Doch woher kenne ich den bloß? Der kommt mir auch bekannt vor. Ja, der Nachtzug! Meine Güte, du hast recht. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust! Dabei muss ich nicht zusehen, oder? Der Gestank dieses Ortes. Mach, was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Weitermachen, Herr Faust! Hey! Batterie! Die Batterie! Haben Sie sie? Ja. Dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Los!
Blaskowitz, stechen Sie mich auf den Dach ab! Ich gehe in die Garage und öffne die Tore! Die Tore, Herr Blaskowitz! Ah. Beschützen Sie sie, Herr Blaskowitz! Den Nutzen Ihrer affenartigen Physis unterschätzt, Herr Blaskowitz. Das ist schuld. Sagen Sie es mir.
Wer sind die? Hidachi Shoot sind eine uralte, mystische Gruppierung. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind, wir beten nicht. Wir erfinden Dinge, verstehen Sie? Die Technologie, die Hidachi Shoot entwickelt haben, ist allem, was Sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was sie erreicht haben, einfach alles, basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte, manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen, unglaublichen Erfindungen, Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot. Das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Scheiße. Ein gottverdammtes U-Boot des Regimes stehlen? Das wollen Sie? Sind Sie völlig übergeschnappt? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Kriegen Sie das hin? Madam, ich bin ein Ingenieur der Dirty Shoot. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blazkowicz, Sie helfen ihm dabei, ja? Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, danke. Oh, Herr Blazkowicz, ich bräuchte noch ein Schweißgerät. Bitte. Seth? Ja. Ich frage mich, was Ihre Organisation eigentlich genau getan hat. Ging es um irgendwelche übernatürlichen Maschinen? Übernatürlich? An sowas glauben wir nicht, Mädchen. Wir glauben an Gott. Die Dirty Shoot folgen einer Philosophie, einem Weg, Gott durch Wissen zu verstehen. Sie beruht auf reiner Vernunft, reinem rationalen Denken. Das ist kein übernatürlicher Quatsch. All die Dinge, die Sie hier